Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich will jetzt mal ein bisschen was zu der Nachbetrachtung sagen zwischen RB Leipzig und den FC Bayern München, und zwar um die Elfmeterentscheidung des Herrn Zweiers. Also man muss ja wohl mal eins sagen, es war ein klares Foul, das steht ja ohne Frage, aber es war innerhalb des Strafraums. Und mir ist es ehrlich gesagt unbegreiflich, wie ein Herr Zweier auf die Meinung des Linienrichters zählt, anstatt auf seine eigenen, und dann auf einmal aus der gegebenen Elfmeterentscheidung einen Freistoß macht. Und dann gibt es anscheinend auch noch ein paar Leute, auch Kommentare, egal ob es jetzt bei Facebook ist, Twitter und wie sie nicht alle heißen, die sagen von wegen, ja, das Foul hat doch begonnen vor dem Strafraum. Ich meine, wer halbwegs ein bisschen Fußball interessiert ist und ein bisschen regelkonform ist, der weiß ganz genau, dass das Foul, das eigentliche Foul, auf der Strafraumlinie stattfand. Und nicht da, wo das Foul begonnen hat, sondern da, wo das Foul endet. Und vorher hat Herr Zweier auf Vorteil entschieden, logischerweise. Und dann ist das Foul auf der Linie stattgefunden mit der Grätsche von Vidal. Und damit war es klarer Elfmeter. Er hat auf Elfmeter entschieden. Und dann muss er den Elfer auch geben, den er zuvor auch selber angezeigt hat. Und kann denn nicht auf einmal vertrauen, wie andere denn vielleicht meinen, weil der Linienrichter eventuell die bessere Sichtweise zum Punkt hatte oder nicht. Das hatte den Fadenbeigeschmack, und das setzte sich dann auch fort mit den gelben Kartenentscheidungen bei Keita. Es war mir ganz genau klar, wenn das der, wo er gelb bekommen hat, bald vom Platz fliegt. Und als Lewandowski durch war und er nur einen kleinen Zupfer gemacht hat, er sich sofort hinschmeißen hat. Ein Lewandowski weiß ganz genau, wenn wir jetzt hier 11 gegen 10 spielen, dann sind wir klar in der Vorteil. Wir können ein komplett anderes Spiel aufziehen, was bisher stattgefunden hat. Weil bis dahin war RB Leipzig klar drückend überlegen. Von den Bayern kam fast gar nichts mehr. Und mit dem Platzverweis war alles ja, umgeändert. Und denn diese Konzessionsentscheidung, tut mir leid, da hat der Zweier. Da war denn für mich eine komplette Witzfigur. Klar war es dumm von Boateng, da das Bein rauszustehen zu lassen, aber man hat klar gesehen, dass Pausen da abgehoben ist, und der Herr Zweier wollte einfach nur noch sein Gewissen bereinigen, weil er ganz genau wusste, Scheiße, ich habe da Mist gebaut. Es geht mir eigentlich gar nicht darum, dass Herr Zweier in der ersten Halbzeit den Elfmeter nicht gegeben hat, sondern einfach nur darum, dass er seinen eigenen Augen nicht mehr getraut hat und sich vom Linienrichter überstimmen lassen hat. Er hat in dem Moment an Glaubwürdigkeit verloren. Und nachdem auch denn dieser Platzverweis war, war das Spiel für mich eigentlich gelaufen, auch nach der 1-0-Führung. Klar hat RB denn prima dagegen gehalten bis zum Schluss, und am Wochenende wird es dann auch ein anderes Spiel geben, aber das war heute Abend keine Meisterleistung von der Zweier, und damit hat er sich auch in meinen Augen sehr, sehr viel Kredit verspielt. Und was ich hier auch nicht verstehen kann, dass der Videobeweis erst im Viertelfinale stattfindet. Etwa ich mache es einen ganzen Wettbewerb oder ich lasse es komplett sein. Weil das ist irgendwo Benachteiligung. Wo ist das Problem, den ganzen Wettbewerb, zumindest ab der zweiten Runde, diesen Videobeweis einzuführen? Klar hat man dann viel mehr Aufwand, aber ich kann hier keine Halb- und Halbsache machen. Damit schießt sich der DFB in meinen Augen selber ins Knie. Am Wochenende werden wir denn sehen, ja, was wird jetzt aus der ganzen Sache? Gibt es jetzt ein Superspiel am Wochenende, oder ist RB jetzt so platt von der ganzen Sache von heute, dass die Bayern am Wochenende vielleicht ein leichtes Spiel haben werden, vielleicht mit 3 zu 0 gewinnen werden? Wir wissen es alle nicht. Aber sowas wie heute geht gar nicht. Und damit verabschiede ich mich heute. Ich weiß nicht, welche Meinung ihr jetzt dazu habt. Ihr könnt es in den Kommentaren schreiben oder könnt es auch einfach lassen. Aber wer heute als objektiver Beobachter das Spiel gesehen hat, das Ganze hat irgendwie ein ganz schön dolles Geschmäckle, meine Meinung.